Ja. Und fürs Protokoll, ich hatte es schon. Also, vielleicht löse ich das Rätsel lieber später. Ich hoffe, es kommt nicht solche in der richtigen Story dran. So, jetzt Fräulein oder erstmal gucken. Gucken. Okay. Ich habe schon 2 Investments. Ich hab 10. Wo waren die? Die waren in der einen Lampe ganz rechts. Okay. Eins ist oben in der Lampe und eins ist links in der Lampe. Ah, alles in Lampen, natürlich. Und dann auch rechts. Danach? Rechts. Rechts. Ja, das. Da, ja, das hab hoch. Ich ja. Hoch. Das hab ich schon. Okay. Ja. Okay, die Popcornmaschine? Oh, puh, was kommt denn da für ein Gestank von der Popcornmaschine? Das ist das Popcorn! Ach, das riecht ja genau wie eine echte Dorienfrucht. Ziemlich überwältigend. Ach, ist es die, die nach Kacke riecht? Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe gehört, es kann sein, dass es die Dorianfrucht heißt. Ich glaube, das ist die. Die riecht total schlimm, soll aber gut schmecken. Ah. Das ist doch der wahrlich köstliche Duft von Popcorn-Dorian-Geschmack. Ja. Okay. Okay, dann Sie jetzt oder ja. Hier hinten gucken die noch? Frau. Okay. Du meinst Frau Doppelburger, ich meine Doppelwopper, Entschuldigen Sie bitte, Sie wären nicht zufällig Frau von Doppelfund, oder? Doch, die bin ich! Das bin ich in der Tat. Und wer sind Sie? Wer spricht sie? Ich weiß es, nein! Ja, doch, ich würde sie so nehmen. Ich bin Katria Layton von der Direktor Layton. Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Frau von Doppelfund. Oh, die Delektaleuten, sagen Sie? Wo habe ich diese Namen denn nun gehört? Ah, Sie sind vermutlich die Tochter des berühmten Herrscher Layton, oder? Wie geht es dem Professor? Ist er bei bester Gesundheit? Ich denke schon. Sie denken das? Tja, nein, ich meine, es geht ihm sehr gut. Ja, danke der Nachfrage. Ich werde ihm gegenüber erwähnen, dass ich sie getroffen habe. Wann denn? Ja. Ja, tun Sie das bitte. Sagen Sie ihm, dass ich ihn gerne treffen würde, sobald er zur Verfügung steht. Er darf mir gern ein paar Pfund abtrainieren. So wie Emmy damals. Ich wünschte, ich könnte. Nun, Gütiger, es ist ja schon fast Zeit für die Vorführung. Ich habe mir selbst noch ein kleines Schlückchen versprochen, ehe es losgeht. Entschuldigen Sie mich bitte. Was für ein Schlückchen? Gut gemacht, Miss Layton. Ich glaube, du hast echt Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, Ernest. Dieses Einschleim bei den Reichen und Schönen setzt meine Nerven ganz schön zu. Oh, ich fasse es nicht. Da drüben. Schau mal, das ist... Oh, Reggie Directum. Ja, meine Damen und Herren, ich bin Reggie Director. Vielen Dank, dass Sie alle zur Premiere meines neuen Films erschienen sind. Ich hoffe, dass Volldampf voraus Torpedo der Liebe Ihnen gefällt. Die Vorführung beginnt jeden Augenblick. Wenn Sie sich also bitte auf Ihre Plätze begeben würden. Übrigens. Nasenlöcher. Hä? Der hat nur Nasenlöcher. Übrigens, auf jedem Platz ist auch ein süßes Robbenbaby. Aus dem Soester Zoo. Da brat mir einer einen Storch. Unfassbar. Das war der echte Reggie Directum. Miss Layton, ich hatte vorher noch nie den echten Reggie Directum gesehen. Aber Doppelgänger schon? Nein, ich meinte... Oh, dafür haben wir keine Zeit. Der Film fängt doch gleich an. Wir müssen auf unsere Plätze. Fertig. Los! Vergisst du nicht was, Ernest? Erst muss ich diesen Gutschein für mein Dorian-Popcorn einlösen. Oh, und schau mal, der Blumenverkäufer ist jetzt auch wieder da. Aber was, wenn der Film anfängt, während du noch aufs Popcorn wartest? Alle anderen sind schon drin. Komm doch auch rein. Schnell, Miss, wir müssen uns beeilen. Nein, ich hole uns erst das Popcorn. Popcorn! Aber wie denn?
Wir können das Rätsel nicht lösen. Wir kriegen kein Popcorn. Oh, Moment, der Typ ist da. Soll ich vielleicht mal... Nee. Ach ja, entschuldigen Sie die Verzögerung, Ma'am. Wir haben heute Abend ein volles Haus und man muss sich um die ganzen VIP-Gäste kümmern. Ich hatte leider alle Hände voll zu tun. Ich verstehe. Ich glaube, ich bekomme mit diesem Gutschein kostenloses Popcorn. Mit dem neuen Durian-Geschmack. Ach ja, das stimmt, Ma'am. Aber ich glaube, der Film fängt jeden Moment an. Ach ja, also bitte nehmen Sie doch sofort Ihre Plätze ein. Entschuldigung, Miss, aber wir müssen jetzt wirklich reingehen. Ich will mein Popcorn! Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich auch. Aber dann halt nicht. Huch, ich bin wieder in den Koffer gewandert. Blub. Extravaganter Saal. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Willkommen zur Premierevorführung meines neuesten Werks Volldampf voraus, Torpedo der Liebe. Unsere Geschichte beginnt mit einem jungen Paar, das sich in einem heruntergekommenen Kino im Nirgendwo begegnet. Der Junge will Regisseur werden, wohingegen das Mädchen davon träumt, Schauspielerin zu sein, während es an den Tissen eines örtlichen Cafés kellnert. Also so seine Lebensgeschichte. Wahrscheinlich. Völlig unerwartet landet das Paar auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff. Und im Lauf der Zeit verlieben die beiden sich immer mehr ineinander. Doch dann geschieht etwas wirklich Schreckliches. Was könnte passieren? Titanic. Das Schiff sinkt? Na, das Schiff, ein Überbleibsel einer uralten Zivilisation, beginnt zu sinken. Ja, sie haben es nicht restauriert vorher. Die Lage ist verzweifelt. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Das Paar tut alles, um zu überleben. Ach, gut, ich höre hier wohl lieber auf. Ich will ja schließlich nicht zu viel von der Geschichte verraten. Lassen Sie mich zum Abschluss nur noch sagen, dass der Film das Ergebnis jahrelanger Arbeit ist und meiner Meinung nach den Höhepunkt meiner Karriere darstellt. Ja, Titanic 2, wow. Ja. Ich bin mir sicher, er wird Ihnen allen gefallen. Natürlich wäre all das unmöglich gewesen, wenn ich nicht die Unterstützung so vieler Menschen gehabt hätte. Die fantastischen Schauspieler, die Kamera- und Tonleute, meine Regieassistenten, die Snit-Crew, einen gewissen Herrn, der die einen Produzenten und die Hilfe des Produzenten. Und das Catering. Und vor allem meine Frau, die stets ein Quell der Ermutigung war und immer an mich geglaubt hat. Die übrigens Schauspielerin ist. Und die ich auf einem Kreuz... kennengelernt habe, bevor ich auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen bin. Ich möchte mich daher noch einmal ganz gewaltig bei allen bedanken, die an dieser Produktion beteiligt waren. Also, ohne weitere Verzögerung präsentiere ich Ihnen nun hiermit Volldampf voraus, Torpedo der Liebe. Wir schauen einen Film. Da fehlt der vierte Schlot. Und deswegen wird das Ding jetzt zu einem U-Boot. Wahrscheinlich. Oh Gott. Das ist doch... Ja, der Typ ist echt kreativ, wenn man den Film guckt. Also der Typ ist jetzt nicht so heiß, aber... Nö. Nee. Also du müsstest schon ins U-Boot rein, Junge. Ja, das taucht gleich unter und dann sterben sie trotzdem. The End. Delfin. Das ist so ein Babyface. Das ist so ein krasses Babyface. Oh. Film kaputt.
Was? Moment. Buh. Der Film war bestimmt noch gar nicht zu Ende. Ja, war auch nicht. Was geht hier vor sich? Was ist mit meinem Film passiert? Warum hat man ihn da geschnitten? Nein, das darf nicht sein. Die letzte Szene, die Kussszene, das große Finale. Jemand hat es gestohlen. Seine Frau. Angebliches Rätsel 33, Kuchenkäfig 2? Vielleicht ist das ja auch so auf dem Handy. Ja. Entschuldigung, Mr. Heller, sind jetzt alle weg? Ja. Ja, das war das Ende. Wir mussten die Vorführung abbrechen und alle nach Hause schicken. Hohoho. Sie sind doch mit Miss Layton befreundet, oder? Nun, ich weiß nicht so recht, ob befreundet das richtige Wort ist, aber ja. Ich bin Emiliana Perfetti, Analytikerin und Profilerin bei Scotland Yard. Der Diebstahl dieser entscheidenden Szene des Films ist ein wirklich schweres Verbrechen. Wenn es Ihnen zu viel ausmacht, würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu stellen. Ja, könnten Sie uns sagen, was Sie über die Entdeckung der verschwundenen Szene wissen? Hey, da drin ist ein Hund! Holt ihn raus! Catriel! Was machen Sie denn noch hier? Und warum haben Sie diesen Bluthund bei sich? Hey! Nun, da inzwischen ja alle gegangen sind, dachte ich mir, dass Shell uns beim Erschnüffeln von Spuren helfen wird. Ich überlege gerade, wenn es bei Mach mal eine Pause da nirgendwo steht, vielleicht, dass es irgendwie ein Fehler ist bei der Übertragung, dass es auf dem 3DS einfach nicht funktioniert. Na, in der japanischen Version würde es ja funktionieren. Aber ich finde es merkwürdig. Haben die eventuell Rätsel mit übersetzt, die dann gar nicht da dabei sind? Oder. Und vielleicht nachträglich gecancelt. Oder nachträglich irgendwie per DLC runterladbar? Oder was weiß ich denn? Naja, Hauptsache. Also, wir werden. Ich hoffe wirklich, dass. Dass wir jetzt nicht bei, weiß ich nicht, hier, dass wir jetzt nicht auf ein Rätsel, treffen werden, dass bei der Story uns nicht irgendwie... Ja. Wir brauchen hier niemanden, der herumschnüffelt. Halten Sie Ihre Nase und die Ihres Hundes aus Angelegenheiten heraus, die Sie nichts angeht. Aber ansonsten werden wir natürlich jetzt, wenn das dann auf Deutsch draußen ist, das auch auf Deutsch weiterspielen zum Beispiel. Und nachholen, genau. Auch weiterspielen? Also werden wir dann ein bisschen Punkt spielen? Ich werde zusehen, dass ich das hinkriege und dann den Spielstand auf beide Geräte übertragen. Ich werde das so schnell wie möglich dann machen, ja. Okay. Aber es geht uns etwas an. Mr. Heller hat persönlich darum gebeten, dass ich bleibe und helfe. Also vielleicht kann ich ja auch das dann so machen, warte, dass ich... Vielleicht kriege ich ja irgendwie diesen Spielstandort hin, aber... Mal sehen. Das habe ich wohl. Das nennt man Glück. Eine Beamtin von Scotland Yard und eine Detektivin direkt vor Ort. Ho, ho, ho. Jedenfalls würde ich Sie beide bitten, dabei zu helfen, herauszufinden, was hier vorgefallen ist. Wer zum Geier hat diese Kussszene aus dem Film herausgeschnitten? Wenn jemand diesen Fall lösen kann, dann die Frau, die herausgefunden hat, von wem dieser Schabernack beim Ufer festgetrieben wurde. Ho, ho, ho.